Hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar zum Thema Angstkraft. Mein Name ist Vivian Dittmar und ich freue mich sehr, die nächste Stunde mit dir, mit euch zu verbringen und über ein Thema zu sprechen, was für viele Menschen lebensbestimmend ist. Und das aus gutem Grund, aber leider nicht immer auf eine Art und Weise, die wirklich fruchtbar ist. Ich merke, mein Herz klopft gerade ganz stark. Und damit bin ich mittendrin im Thema. Das klopfende Herz ist Zeichen für eine Aufregung. Und eine Aufregung ist auch schon eine Facette von Angst. Ein Geschmack. Und in dem Fall ist sie gekoppelt mit Freude. Weil ich freue mich so, dieses Webinar zu machen und über dieses Thema zu sprechen, weil es auch ein Thema ist, was mich sehr, sehr lebendig macht. Und das ist für mich auch gerade sehr da, dieses Kribbeln. Und es ist aber eine Facette von Angst, weil es ist die Begegnung mit dem Unbekannten, mit dem Nichtwissen. Und darüber werde ich gleich noch viel mehr sagen. Für mich ist es gerade das Nichtwissen, was wird in dieser Stunde passieren? Wird es mir gelingen, das zu transportieren, worum es mir geht? Das Webinar ist das Auftaktwebinar für den nächsten begleiteten Durchlauf unseres großen Gefühle als Kraftkurses auf dem Lebensweise Campus. Auch dazu werde ich im Laufe des Webinars noch mehr erzählen. Es gibt auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, hier über den Chat. Und ich werde so viele Fragen wie möglich beantworten, gerne auch sehr persönliche Fragen, sodass wir das Thema Angst wirklich hier lebendig werden lassen können. Angst hat wie jedes Gefühl zwei Seiten. Es hat eine positive, kraftvolle, lichtvolle Seite und es hat eine Schattenseite. Und sehr viele Menschen kennen bei Angst nur die Schattenseite. Sie kennen Angst nur als etwas, was sie lähmt oder was sie so in Panik versetzt, dass sie nicht mehr funktionieren, dass sie sich nicht mehr im Griff haben. Und sie kennen es als ein Gefühl, was sie vielleicht unnötig einschränkt, weil es ihnen Grenzen aufzeigt, die sie vielleicht eigentlich durchbrechen möchten. Und auch ich kenne diese Ausprägung von Angst. Es gab Zeiten in meinem Leben, da hat mich meine eigene Angst sehr stark begrenzt und es war wie so ein Grundgefühl in meinem Leben, das mich eigentlich begleitet hat. Und wenn ich jetzt zurückblicke, dann weiß ich, es war eigentlich so eine Grundangst einfach als ich, als dieser Mensch in der Welt zu sein. Und ein ganz wichtiger Schlüssel auf meinem Weg war die Erkenntnis, dass Angst eben auch eine positive, lichtvolle, kraftvolle Seite hat. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich immer versucht, die Angst wegzudrängen, zu überwinden, loszuwerden, durch Gedanken zu beruhigen, sie mir auszureden. Und nichts davon hat funktioniert. Und erst als ich die Kraft der Angst entdeckte, als ich die Angst als Kraft entdeckte und erkannte, dass genau das, was mich lähmt oder was mein Herz so schlagen lässt oder was mich so zittrig werden lässt, dass das eine Kraft ist, dass das pure Energie ist und dass diese Kraft etwas will, die ist nicht nur da, um mir das Leben schwer zu machen, wie ich dachte, sondern die ist ein Potenzial. Und als es mir dann gelang, diese Erkenntnis nicht nur hier zu begreifen, sondern wirklich zu erleben, indem ich in meinem System den Dreh fand, wie diese Kraft fließen kann und wie sie mich befähigen und ermächtigen kann, veränderte sich
ganz viel. Ich wollte jetzt gerade sagen alles und ich bin vorsichtig mit so großen Worten, aber es veränderte sich ganz viel in meinem Leben. Und diese Erkenntnis war zum einen verbunden mit, okay, was ist eigentlich das Wesen der Angst? Angst als Energie, Angst als Kraft. Zum anderen aber auch eine Erkenntnis über die Funktion von Angst. Die meisten Menschen, wenn ich sie frage, denken, dass die Funktion von Angst ist, uns vor Gefahren zu beschützen. Und da ist ja auch was dran und es ist auch erstmal schlüssig, aber es greift zu kurz. Wenn wir nur Angst hätten, in dem Moment, wo de facto eine Gefahr da ist, dann wäre das in vielen Fällen schon zu spät. Und deshalb setzt Angst früher an. Angst taucht immer dann auf, wenn wir dem Unbekannten begegnen, dem Nichtwissen. Das, was ich vorhin gesagt habe, mein Herz pocht und dieses Webinar liegt vor mir wie ein großer Raum des Unbekannten, des Nichtwissens. Und ich habe gelernt, diesen Raum und diese Begegnung mit dem Unbekannten zu lieben. Das heißt nicht, dass es mir immer leicht fällt. Und trotzdem habe ich gelernt, es zu lieben. Weil diese Grenze zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten ist sehr lebendig. Das ist der Punkt, wo etwas Neues geschieht. Und vielleicht hörst du mich jetzt und kannst überhaupt nichts damit anfangen. Denkst du dir so, wovon redet die Frau? Ich habe nicht Angst vor dem Unbekannten, ich habe Angst vor dem Bekannten. Das höre ich auch oft von Menschen, dass sie sagen, nee, das stimmt nicht, was du sagst. Wenn ich Angst habe, dann habe ich Angst vor etwas, was ich kenne. Weil mir was Schlimmes passiert ist zum Beispiel. Ich habe Angst, dass es wieder passiert. Dann ist es doch nicht unbekannt. Das stimmt natürlich. Aber wenn wir tiefer gehen und uns der Angst stellen, dann merken wir, dass auch wenn es vermeintlich die Angst vor dem Bekannten ist, wir in diesem Bekannten auch wieder nicht weiter wissen, nicht wissen, wie wir dem begegnen können. Machen wir mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich wurde als Kind von einem kleinen Hund gebissen. Ich hatte ein Stück Alufolie in der Hand, wo mal ein Stück Fleisch drin gewesen war und der Hund war fest davon überzeugt, dass das seins sein müsste und hat mich gebissen. Und ich hatte dann viele, viele Jahre Angst vor Hunden. Wenn ich genau hingeguckt habe und hingespürt habe und als ich das dann gemacht habe, habe ich gemerkt, ich habe Angst, weil ich nicht weiß, wie ich dem Hund begegnen kann. Ich weiß nicht, wie ich mit dem Hund sein kann. Und ich weiß nicht, was geschieht, wenn ich mit dem Hund bin. Und das Gleiche gilt für jede Angst, die vermeintlich vor etwas Vertrautem ist. Wenn wir uns ihr wirklich stellen, egal ob das die Angst ist vor einem Autounfall, vor Gewalt, vor einem Schicksalsschlag, vor Krankheit. Wenn wir innehalten und still werden und nicht mehr vor der Angst fliehen, sondern uns umdrehen und ihr begegnen und wirklich sagen, okay, was ist denn da? Dann finden wir immer diesen Raum des Nichtwissens. Nicht wissen, wie wir damit sein können. Nicht wissen, was da auf uns zukommt. Und das, was ich gerade beschrieben habe, dieses Innehalten, sich umkehren, sich dem zuwenden, wovor wir weglaufen,
ist ein Herzstück meiner Arbeit. Mit Gefühl, nicht nur mit Angst. Weil ich herausgefunden habe, zunächst für mich selbst und dann in der Begleitung von vielen, vielen, vielen Menschen, dass genau diese Bewegung des Innehaltens und uns dem zuwenden, wovor wir ständig davonlaufen, uns frei machen kann. Frei von den Begrenzungen, die wir so oft durch unsere Gefühle, insbesondere Angst, erleben. Weil wenn wir genau hingucken, wie begrenzt uns Angst? Sie begrenzt uns, weil wir Angst haben vor der Angst. Das heißt, wir nähern uns einem Hund, einem Menschen, einer Situation und wir spüren, wie Angst wächst in uns. Das ist gut, das ist eine gesunde Reaktion, das ist ein Signal. Vorsicht, du begibst dich in einen Bereich oder du näherst dich einem Bereich, wo du vielleicht nicht weißt, wie damit umgehen, wie dort sein. Das ist ein wichtiges Signal. Und wenn wir uns einlassen auf die Angst, auf diese Energie, bleiben wir mal bei Angst als Energie, dann macht sie uns sehr wach und präsent und klar. In Momenten von Angst als Kraft erleben wir eine große Klarheit. Und ganz oft, wenn ich mit Menschen darüber spreche, dann sagen sie, ach stimmt, das kenne ich ja. Insbesondere Menschen, die vielleicht auch beruflich oft mit Situationen konfrontiert sind, wo es wirklich vielleicht sogar um Leben und Tod geht. Sanitäter zum Beispiel. Die dann merken, ach ja, ich hätte das nie als Angst bezeichnet, aber stimmt. Da passiert etwas in diesen Momenten. Und ich bin so klar. Und ich weiß genau, was es braucht. Und ich bin wach. Und alles kribbelt. Und ja, stimmt. Das ist genau diese Grenze zwischen dem Bekannten und dem Unbekannten. Und ja, es ist die gleiche Energie, die mich in anderen Situationen lähmen kann. Das heißt, wir nähern uns einer Angstgrenze, einer Grenze zwischen dem Bekannten, dem Vertrauten und dem Unbekannten. Und die Angst taucht auf als ganz natürliches Signal zum einen, aber nicht nur als Signal. Eigentlich taucht sie auf, um uns auf dem Weg zu dieser Grenze zu begleiten, sodass wir wach sind. Und wenn wir wollen, befähigt sie uns sogar dazu, den Schritt zu machen in das Unbekannte. Wenn wir wollen oder manchmal auch wenn wir müssen, weil manchmal schubst uns das Leben. Und wenn wir lernen, die Energie, die in Angst gebunden ist, wenn sie als Schatten auftritt, zuzulassen, anzunehmen, uns auf sie einzulassen, von ihr tragen zu lassen, dann kann genau diese Energie ins Fließen kommen. Sie wird sehr lebendig, sie kribbelt. Also das Zittern, was sonst die Panik ist, wird zu einem Kribbeln, einem Beben purer Lebendigkeit, Wachheit und kann uns über diese Grenze tragen. Und dafür ist es wichtig, dass ich weiß, das ist kein Signal für Gefahr, das ist ein Signal für das Unbekannte. Und das Unbekannte kann gefährlich sein. Und es kann eine Riesenchance sein. Eines meiner liebsten Beispiele ist, wenn Menschen den Job verlieren oder aus einem starken inneren Impuls merken, es ist Zeit für eine Veränderung, es ist Zeit, dass ich diesen Job verlasse. Und dann ist es auch so, wie es mir am Anfang des Webinars ging, dass ein großer leerer Raum vor ihnen ist. Ein großer Raum des Nichtwissens. Wie geht das jetzt weiter? Wie werde ich meine Miete bezahlen? Wie verbringe ich meine Tage?
Wo werden meine Talente gebraucht? Wo finde ich wieder Menschen, mit denen ich wirken kann? Wo finde ich wieder Zugehörigkeit? Und so ein Moment, wo wir einen Job verlieren, einen geliebten Menschen verlieren oder sonst etwas sich verändert, es sind Übergänge. Und die bergen Gefahren, aber sie bergen immer auch eine Chance, ein Potenzial. Und wenn wir lernen, mit Angst als Kraft zu arbeiten, dann unterstützt sie uns darin, dieses Potenzial zu erforschen, uns auf die Möglichkeit einzulassen, dass das, was gerade so ein großer leerer Raum vor uns ist und ja, uns richtig Angst macht, dass das vielleicht auch ein Geschenk sein könnte. Ein weiterer Bereich oder ein weiteres Beispiel, wo sich Angst als Kraft sehr schön beobachten lässt, ist bei Kindern. Angst begleitet Kinder in ihrem Heranwachsen. Und es ist so schön zu beobachten. Zu Beginn ist es so, dass der Säugling ja komplett in einer eigenen Welt ist und idealerweise ist es in einer Welt von Geborgenheit, von Wärme, von Gehaltensein, von süßer Milch, von zarten Worten, von Liebe. Und es gibt nur das Vertraute. Der Säugling nimmt auch nur das Vertraute wahr. Er kann nicht weit blicken, es gibt nur das Bekannte. Da braucht der Säugling, das Baby, noch keine Angstkraft. Und dann kommt der Moment, wo das Baby wacher wird, wo das Baby mehr wahrnimmt von der Welt. Und auf einmal kommt der Moment, wo das Baby beginnt zu unterscheiden zwischen dem Vertrauten und dem Fremden, zwischen dem Gesicht der Mutter oder des Vaters oder einer anderen nahen Bezugsperson und einem fremden Gesicht. Und da beginnt dieses Spiel mit der Angst und das lässt sich so schön beobachten, gerade bei Babys und auch später bei Kindern, dass die Angst nämlich nicht nur etwas macht, wo das Kind zurückschreckt und sagt, huh, da will ich nicht hin, ich will nicht zur Tante, ich will im Vertrauten bleiben. Aber dann gibt es auch die Bewegung, wo das Baby dann sich hingezogen fühlt zu dem Neuen und oh, wie wäre das denn, vielleicht doch das auszuprobieren. Und dann, wenn wir achtsam sind mit diesem Prozess, dann können wir beobachten, wie das Baby ja, von sich aus sagt, ich will, und dann geht es vielleicht auf den Arm von einer weniger vertrauten Person. Und im nächsten Moment merkt ihr schon, und will wieder zurück. Und dieser Prozess wiederholt sich letztlich unser ganzes Leben. Es ist nicht nur so, dass wir vor dem Unbekannten zurückschrecken, sondern es ist oft auch so, dass das Unbekannte uns lockt und ruft und es ist das Abenteuer und es ist unser Potenzial und es ist Möglichkeit und es ist Chance und es ruft uns und zugleich zittert es in uns. Und es ist gut, dass es zittert. Es ist gut. Das ist die Kraft, die wir brauchen, um dem zu begegnen und um möglicherweise über diese Schwelle zu gehen. Und es ist so schön, das bei Kindern zu beobachten, also erst bei Babys und dann bei Kindern, wie sie sich ja die Welt immer weiter vergrößern. Also sie machen sich immer mehr vertraut mit der Welt und die Angstgrenze verschiebt sich immer weiter, weil der Bereich des Vertrauten größer wird. Aber je mehr das Kind heranwächst, desto mehr wird ihm auch bewusst, wie groß der Bereich des Unbekannten ist. Und auch dieser Prozess hört nie auf, wenn wir wach bleiben. Wir entdecken immer neue Grenzen des Bekannten. Und bis zum Ende des Lebens, wo wir dann im letzten Atemzug
dem ganz großen Unbekannten gegenüberstehen, dem Tod. Meine Erfahrung ist, und deshalb erzähle ich dir das alles, dass eine neue Beziehung zu Angst es uns ermöglicht, eine neue Beziehung mit dem Unbekannten zu entwickeln, mit dem Nichtwissen und damit auch mit Gefahr, aber auch mit Möglichkeiten, mit Chancen. Und wir leben in einer Zeit, die geprägt ist von unglaublich viel Unsicherheit und so viel Unbekanntem. Die Veränderungsgeschwindigkeit ist enorm. Wir wissen, es gibt so viele Krisen und Kipppunkte und Dinge, die zusammenwirken, wo noch niemand weiß, wie die zusammenwirken. Und da ist Angst, anders als ganz viele Leute das sagen, meines Erachtens eine ganz gute Begleiterin. Aber die Angst als Kraft. Sie kann uns eine Freundin sein. Die Angst ist eines von 5 Grundgefühlen, mit denen wir uns im Gefühle als Kraftkurs befassen. Die anderen sind Wut, Trauer, Freude und Scham. Und zusammen bilden sie das, was ich den Gefühlskompass nenne, ein Modell, das ich entwickelt habe, um Menschen eine Landkarte anzubieten, um ein anderes Verhältnis zu ihren Gefühlen zu entwickeln und zu erkennen, dass jedes Gefühl, auch die sogenannten negativen Gefühle, eine wichtige Funktion hat, so wie ich das jetzt eben bei der Angst erzählt habe. Und wenn wir die Angst im Kontext der anderen Gefühle betrachten, dann begreifen wir sie auch noch mal mehr. Beginnen wir mal mit der Wut. Im Gefühlskompass ist die Wut für Handlung da. In ihrem positiven Ausdruck lässt sie uns klar handeln, uns klar positionieren, uns klar abgrenzen. Das heißt, Wut ist super in Situationen, wo ich tatsächlich etwas tun kann, wo ich etwas verändern kann. Es gibt aber Situationen, die kann ich nicht verändern. Es liegt außerhalb meines Einflussbereichs. Und für diese Situationen gibt es im Gefühlskompass die Trauer. Und Trauer als Kraft befähigt mich, Situationen anzunehmen, die anders sind, als ich sie gerne hätte. Trauer als Kraft bringt mir Frieden, Annahme, Loslassen, sein lassen. Das heißt, Wut befähigt mich zur Handlung, Trauer zur Annahme. Angst ist dann die Kraft, die mich in Situationen begleitet, die ich weder verändern kann, ich weiß nicht, wie ich sie verändern kann, ich kann sie aber auch nicht einfach annehmen, wie sie sind, ich kann sie nicht so stehen lassen. Und da sind wir dann im Unbekannten. Ja, dann gibt es noch die Freude. Die Freude ist da, um Dinge zu feiern, wertzuschätzen, die Schönheit in ihnen zu sehen, die Richtigkeit zu sehen. Und Freude ist bei den meisten Menschen das Lieblingsgefühl, weil sie tritt auf, wenn Wunsch und Wirklichkeit zusammenpassen. Während die anderen sogenannten negativen Gefühle immer dann auftreten, wenn Wunsch und Wirklichkeit gerade nicht zusammenpassen. Das 5. Gefühl im Gefühlskompass, das befindet sich in der Mitte des Kompasses, weil es ist das einzige Gefühl, was nicht nach außen gerichtet ist, sondern sich auf uns selbst bezieht. Und das ist die Scham. Und die Scham befähigt uns in ihrem positiven Ausdruck zur Selbstreflexion. Sie befähigt uns, in den Spiegel zu gucken und uns ehrlich zu fragen, möchte ich so sein? Entspricht das meinen Werten?
wenn wir Angst im Kontext der anderen Gefühle betrachten, dann sehen wir ihre wichtige Sonderrolle, dass sie diese Brücke ist. Diese Brücke vom Bekannten ins Unbekannte. Ja, bevor wir uns jetzt gleich euren Fragen zuwenden, möchte ich euch ein bisschen erzählen über den Gefühle als Kraftkurs. Es ist unser größter Online-Kurs, der über 6 Monate läuft und dich auf einer sehr tiefen Reise begleitet durch deine Gefühlswelt. Wir erforschen alle 5 Grundgefühle, die ich gerade skizziert habe, in ihrer positiven, kraftvollen Seite, sodass du das Potenzial dieser Kräfte für dich erschließen kannst, aber auch in ihrer Schattenseite, weil auch die Freude hat eine Schattenseite. Wir haben 24 Module und da sind Input-Videos von mir drin, wo ich zu jedem Gefühl unterrichte. Es gibt Theater-Performances, die im Rahmen eines Festivals entstanden sind, wo die Inhalte nochmal ganz anders lebendig werden und wo es so ganz viele Schmunzelmomente gibt, wo wir einfach erkennen, wie Gefühle entstehen oder was das Wesen dieser Kräfte ist. Oder auch diese ganz wichtige Frage, wie komme ich denn von dem Schatten eines Gefühls in die Kraft? Das sind nämlich ganz konkrete innere Schritte, die wir erlernen können, innere Bewegungen, die wir üben können. Und dann gibt es bei dem Kurs auch ganz viele Übungen und Zeit für Reflexionen. Also es ist ein Thema, dem können wir uns nicht rein theoretisch nähern, sondern es geht wirklich ganz viel auch ums Forschen, Ausprobieren, neue Erfahrungen machen. Es gibt 5 starke Meditationen zu den Gefühlskräften von meiner lieben Freundin und Kollegin Chiara Jana Greber. Und für mich ein besonderes Highlight, es gibt ein sogenanntes Emotionsprofil, wo du bestimmte Fragen beantwortest. Das zieht sich durch den ganzen Kurs und dann ein Feedback bekommst. Wie sind die Kräfte in deinem System ausgebildet? Wie gut bist du darin, wirklich Wut als Kraft zu verwenden? Und wie stark ist Wut zum Beispiel in ihrem Schattenausdruck präsent? Oder Angst oder Scham oder Trauer? Und das ist oft ein ganz spannender Moment, weil Leute das oft anders einschätzen, als dann der Test es zeigt. Und dann kommen aber so, aha, okay, ja klar. Und das hilft uns dann, uns selbst nochmal nicht nur besser zu verstehen, sondern auch zu sehen, wo können wir ansetzen, um bestimmte Unausgewogenheiten in unserem Kompass auszugleichen. Und vielleicht komme ich dazu noch ein bisschen mehr dazu zu sagen. Das ist nämlich auch ein spannender Punkt. Außerdem ist das natürlich ein begleiteter Kurs. Das heißt, es gibt 12 Übungs- und Austauschcalls mit dem Team, 6 Podcasts, wo ich eure ganz persönlichen Fragen beantworte. Und es gibt 5 Live-Calls mit mir und anderen Expertinnen oder Experten, wo es auch die Chance gibt, eben mir direkt Fragen zu stellen und direkt tiefer in das Thema einzutauchen, nicht auf einer theoretischen Ebene, sondern auf einer ganz persönlich konkreten Ebene. Ja, soweit mal zum Kurs. Vielleicht ruft es dich. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Und jetzt wende ich mich erstmal noch ein paar Fragen zu. Die erste Frage ist von Marie. Ich kenne Angst nur als Panik oder Starre. Wie komme ich aus diesen unangenehmen Gefühlen in die Angstkraft? Ja, wie gesagt, Marie, es geht vielen Leuten so. Und auch mir ging es früher mal so. Meine Empfehlung ist, dass du dich bewusst beginnst, mit diesem Gefühl vertraut zu machen. Und dass du das nicht alleine tust, sondern dass du das tust, während ein lieber Mensch, dem du vertraust, für dich da ist. Eine Möglichkeit dafür ist, in den Online-Entladungsraum zu kommen, falls du das kennst. Sonst können wir vielleicht im Chat den Link auch teilen. Oder sonst, wenn du schon bewusste Entladung praktizierst, das in dem Rahmen zu machen oder einfach einen Menschen, der dir nahe steht, zu bitten, für dich da zu sein und einfach nur da zu sein. Vielleicht eine Hand aufzulegen. Ich finde es bei der Angst sehr hilfreich, sich hinzulegen und
dann beginnst du einfach damit, deinen Körper zu spüren, um einfach gut da zu sein. Und dann kannst du mal beginnen, wie so eine Forscherin mit einer gewissen Neugier, dich diesem Gefühl wirklich zuzuwenden. Weil normalerweise versuchen wir eben davon wegzukommen. Und das wird dir Angst machen, weil auch da näherst du dich dem Unbekannten. Und deshalb ist es wichtig, dass du nicht alleine bist, dass jemand da ist, der dir vielleicht auch die Hand hält und sagt, ich bin da. Und dann kannst du dich ganz vorsichtig und langsam dem zuwenden und beginnen, dich mit diesem Gefühl vertraut zu machen. Und dann kannst du, wenn du beginnst, dich mit dem Gefühl vertraut zu machen, ausprobieren, was passiert, wenn du beginnst, dich in das Gefühl hinein zu entspannen. Und ich weiß, das hört sich jetzt völlig absurd an, weil Angst ist so ziemlich das Gegenteil, wenn sie in Starre oder Panik ist. Und wir können lernen, und das ist ein innerer Dreh, das musst du ausprobieren, uns in diese Spannung, in dieses Vibrieren, in diese Starre hinein zu entspannen. Und was dann passiert, ist, dass etwas beginnt, sich zu bewegen, was davor sich nicht bewegen konnte, weil wir es angehalten haben. Und in dem Moment, wo das beginnt, und es kann, ist gut, auch wenn es zuerst zart ist, dann wirst du merken, ah, da gerät etwas in Fluss und dann wirst du zum ersten Mal die Angst als Energie überhaupt erleben können. Und meine Erfahrung und auch von vielen anderen Leuten ist, dass das, wenn man sich wirklich dem Ganzen zuwendet und darauf einlässt, tatsächlich ein schönes Gefühl ist. Und ich weiß, das kannst du dir gerade nicht vorstellen, deswegen man muss es ausprobieren. Und dann verändert sich alles. Wenn wir diese Angst vor der Angst verloren haben, dann können wir, und das ist ein Prozess, ja, also dein System hat das jetzt ganz lange gelernt, dass das so ist. Es ist ein Prozess, das zu üben, sich darauf einzulassen und Angst zu erforschen als Phänomen und sich dadurch auch als Kraft zu erschließen. Das wäre jetzt mal ein Startpunkt und es gibt noch viel mehr dazu zu sagen, aber das ist mal ein Startpunkt für dich. Die nächste Frage ist von Lea. Ich habe schon einige Monate den eindeutigen Impuls, meinen langjährigen Job zu kündigen. Aber ich habe Angst davor, deshalb habe ich es bisher nicht getan. Wie kann ich Kraft der Angst finden? Im Moment fühle ich nur Panik bei der Vorstellung, dies zu tun. Ja. Wie gesagt, es ist gut, dass du Angst hast. Das ist mal das Erste. Es ist total gesund, dass du vor diesem Schritt Angst hast. Das zeigt, dass du ihn ernst nimmst und dass du weißt, okay, wow, das ist eine Grenze und ich weiß nicht, was dahinter liegt. Was du machen kannst, ist, dass du beginnst, dich konkreter mit dieser Grenze und dem, was dahinter liegt, zu befassen. Also zum einen, was ich Marie gerade gesagt habe, dass du überhaupt mal diese Panik, dass du dich der mal annäherst, das ist eine Sache. Aber dann als zweites kannst du dich dem wirklich zuwenden und ideal ist wirklich so eine gewisse Neugier von, okay, was ist denn da? Und sich das mal anzuschauen und zu sagen, okay, ich muss den Job ja nicht kündigen, aber ich kann mir das mal anschauen. Und ich kann schauen, ja, wo kommt denn am meisten Angst? Wo geht es wirklich hoch? Und wo nicht wirklich? Und wenn wir das machen, also eine Sache, die du zum Beispiel machen kannst, ich finde das immer schön, das konkret in den Raum zu bringen. Das heißt, du nimmst vielleicht ein Stück Tesakrepp und du machst dir eine Linie auf dem Boden und das ist quasi die Angstgrenze. Dahinter ist der Bereich des Unbekannten. Also das, du kündigst deinen Job, dahinter ist der Bereich des Unbekannten und dann gehst du ein paar Schritte zurück. Weil du kündigst ja noch nicht. Ja? Das heißt, es gibt einen Abstand zwischen dir und dieser Angstgrenze. Und dann kannst du ganz langsam mal auf diese Angstgrenze zugehen. Und vielleicht bist du erst ganz am anderen Ende des Raums oder vielleicht machst du es sogar draußen, damit du richtig weit weg sein kannst. Und du gehst langsam und erlaubst dir, das wirklich zu fühlen. Das eine Übung kannst du auch gut mit jemandem machen, der für dich da ist. Und das Zweite, was du machen kannst, ist, dass du dann mal wirklich in diesen Bereich gehst und mal auf ein paar Zetteln aufschreibst, was ist denn da? Oder was könnte denn in diesem Bereich des Unbekannten sein?
Und damit beginnst du schon, es dir vertraut zu machen und bekannt zu machen. Und wendest dich dem zu statt ab. Und dann ist es auch gut, wenn du mit einem Menschen deines Vertrauens dann darüber sprechen kannst, über das, was da liegt. Und dann wirst du merken, da liegen Dinge, die machen dir nicht so große Angst. Und dann gibt es wahrscheinlich so einen Punkt, und es geht darum, den halt freizuschälen, wo richtig, richtig Angst ist. Und da ist gut, wenn du dir Zeit nimmst, dich dem zuzuwenden, zu schauen, okay, was ist da, was braucht das? Und auch zu spüren, nicht nur, ja, was ist Panik, was will da weg, aber vielleicht auch in Kontakt zu kommen mit dem, was zieht dich denn da? Was ruft dich? Was liegt nicht nur an Gefahr, sondern auch an Möglichkeit für dich? Jetzt haben wir noch eine Frage von Susanne. Ich bin kürzlich zum ersten Mal auf einen Motorroller gestiegen. Nach anfänglichem Probefahren sollte ich zum ersten Mal auf eine Straße fahren. Ich hatte Angst und ich wollte sie überwinden. Leider habe ich Panik bekommen, mir den Fuß verdreht und erlitt einen Bänderriss. Ich wurde sehr traurig. Wie erkenne ich, wann Angst mich warnt und wann Angst mich auffordert, weiterzugehen? Ja, das ist mit das wichtigste Lernen bei Angst. Und was ich höre von deiner Geschichte, Susanna, danke für diese Geschichte. Eine schöne Angstgeschichte, eine gute Angstgeschichte. Schön ist sie nicht. Für mich schön, wenn man schön lernen kann dran. Das freut mich. Ich höre daraus, dass du über deine Angst hinweggegangen bist. Und das wird uns ja auch oft geraten, dass es heißt, wir müssen die Angst überwinden. Und ich sage, nein, überwinde die Angst nicht, sondern geh mit deiner Angst. Das heißt auch oft, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Das sehe ich nicht so. Es kommt auf die Qualität von Angst an. Angst kann der beste Ratgeber sein zu genau dieser Frage, wann springe ich und wann springe ich nicht. Und ja, es gibt Momente im Leben, da ist es gut zu springen und es gibt Momente im Leben, da ist es sehr gut nicht zu springen. Und die Angst ist die Instanz in uns oder die Kraft, die uns hilft, das zu sehen. Deswegen ist es so fatal, wenn wir diese Idee haben von, wir müssen die Angst überwinden. Das heißt, wenn wir es nochmal zurückspulen, der Moment, wo du Panik, wo du gesagt hast, okay, jetzt fahre ich los und ich habe Panik und ich will aber die Angst überwinden und dann kommt die Panik, da hätte es mehr Langsamkeit gebraucht. Da hätte es noch einen Moment gebraucht oder vielleicht diesmal nicht, vielleicht das nächste Mal. Ja, also da ist was, wo du nicht gehört hast auf deine Angst. Und es ist meiner Erfahrung nach wirklich ein Dialog mit Angst. Und das ist, finde ich, an dem Beispiel mit dem Baby so schön. Da kann man das so schön ablesen, weil das Baby nur mit Körpersprache kommuniziert. Da sieht man diesen Dialog mit Angst. Dieses Ja, Nein, Ja, Nein, Ja, Nein. Und es geht darum, diesen Dialog mit Angst zu pflegen und zu schulen und sich mit dem vertraut zu machen. Die nächste Frage ist von Sebastian. Wie gehe ich um mit Sorgen, die mich nachts wach halten? Ja, das ist eine super Frage, Sebastian. Sorgen, ich spreche da auch gerne von dem Sorgenprogramm. Das ist eins der mentalen Programme, die ich in einem meiner Bücher beschrieben habe. Die mentalen Programme laufen dann so, ne? Und das Sorgenprogramm ist ein Programm und das produziert ständig und findet ständig Anlass, sich Sorgen zu machen und das könnte schiefgehen und was ist, wenn das passiert und dadurch. Die mentalen Programme sind immer gespeist von Emotionen, also von nicht verarbeiteten und nicht gefühlten Gefühlen. Und im Falle vom Sorgenprogramm ist das Angst. Das heißt, was du machen kannst, ist, dass du dich der Angst zuwendest. Solange du hier bist, in diesem Sorgenprogramm, bist du nicht in Kontakt mit dem Motor, was diese Maschinerie am Laufen hält. Und deswegen ist es fast unmöglich oder wahrscheinlich sogar unmöglich, da auszusteigen. Also wenn du versuchst, es auf einer mentalen Ebene, auf der Ebene der Gedanken anzuhalten, hast du keine Chance. Du musst zu dem Motor gehen und den Motor abstellen. Und den Motor abstellen bedeutet, dass du dich deiner Angst zuwendest. Und es sind oft sehr alte Ängste, nicht verarbeitete Ängste.
Und da sind wir im Bereich der Emotionen, der im Gefühle als Kraftkurs auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Also ich unterscheide in meiner Arbeit zwischen Gefühlen und Emotionen. Gefühle sind diese gesunden Kräfte, idealerweise, die uns helfen, mit dem, was ist, in Beziehung zu sein und damit klarzukommen. Emotionen sind nicht verarbeitete, nicht gefühlte Gefühle aus der Vergangenheit, die wir in unserem emotionalen Rucksack mit uns herumtragen. Und das ist auch die Dynamik, die zum Beispiel Sorgen am Laufen hält. Das heißt, meine Empfehlung ist, dich dem zuzuwenden und es nicht alleine zu tun. Ich empfehle hier die Praxis der bewussten Entladung. Wenn du sie nicht kennst, schau mal in den Online-Entladungsraum. Das ist ein Angebot auf Schenkbasis. Zweimal im Monat gibt es eine Einführung in die Praxis. Und das ist die beste Methode, die ich kenne, um sich diesen Emotionen zuzuwenden. Wir haben inzwischen auch die Möglichkeit, wo im Rahmen der Lebensweise Community, wenn Leute mit der Praxis vertraut sind, wo du wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit über eine Messenger-Gruppe jemanden findest, der mit dir praktiziert. Also das ist dann perspektivisch, wo es hingehen kann, ist, dass du jemanden findest, der mit dir praktiziert, dir hilft, zur Wurzel der Sorgen zu gehen, nämlich zu dieser Angst, die nicht gefühlt ist. Du kannst lernen, diese Angst zu fühlen. Dadurch beruhigt sich dein System, die Gedanken kommen zur Ruhe und du kannst wieder schlafen. Aber das ist ein Weg dahin. Gut. Ich möchte noch etwas zu dem Kurs sagen. Es gibt im Kurs nämlich neben den Sachen, die ich schon erwähnt habe, auch die Möglichkeit, sich mit anderen zu vernetzen, die genau an diesen Themen dran sind. Und das ist so, so wertvoll. Zum einen, weil wir diese Reise nicht alleine machen können. Wir brauchen, wie ich jetzt schon in meinen Antworten habe durchklingen lassen, wir brauchen andere Menschen, die uns mal eine Hand halten, die einfach für uns da sind, die uns begleiten auf unserem Weg. Und das ist das Tolle bei den begleiteten Kursen, dass da eine große Gruppe gemeinsam durch einen sehr kraftvollen Prozess geht. Wir haben eine eigene Vernetzungslandkarte, wo du auch sehen kannst, wer in deiner Nähe ist. Und es sind schon sehr, sehr tiefe Freundschaften auch entstanden und richtige, ja, Menschen, die sich gefunden haben und einander begleiten auf ihrem Entwicklungsweg. Es gibt auch Profile von jeder Person. Du kannst dein Profil ausfüllen, du kannst angeben, was du angeben möchtest, damit du auch gefunden wirst nach deinen Interessen. Du kannst Menschen mit ähnlichen Interessen finden. Und es gibt auch im Kurs ein moderiertes Forum, also wo ein ganzes Team das Forum betreut, wo ihr euch austauschen könnt zu den Kursinhalten, Fragen stellen könnt. Ja, es ist wirklich, es ist eine Reise. Und es ist eine sehr starke Reise. Und sie hat das Leben von vielen hundert Menschen in den vergangenen Jahren tief transformiert, weil es ihr Verhältnis zu ihren Gefühlen grundlegend verändert hat. Und vor allem zu jenen Gefühlen, die wir normalerweise nicht haben wollen, die aber so wichtige Werkzeuge sind, um genau mit den Situationen umzugehen, wo Wunsch und Wirklichkeit nicht zusammenpassen. Und das sind ja die viel schwierigeren Situationen als jene, wo Wunsch und Wirklichkeit zusammenpassen. Und deshalb brauchen wir diese sogenannten negativen Gefühle so sehr. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, sie als Kraft zu erschließen und zu nutzen, statt sie immer wieder wegzudrücken oder ihnen auszuweichen und dann von ihnen überfallen zu werden in einer unreifen Schattenform. Der Kurs beginnt jetzt am 28. September, also in wenigen Tagen. Die Freischaltung des Einführungsmoduls ist schon in 2 Tagen. Dann kannst du dich schon mal umschauen, Profil ausfüllen und so weiter. Genau, das ist dann am Mittwoch übermorgen. Für alle, die jetzt beim Webinar dabei sind und merken, oh ja, das interessiert mich, haben wir auch einen Rabattcode, wo ihr einen Rabatt bekommt auf den Kurspreis. Der wird jetzt gleich eingeblendet oder im Chat geteilt. Ja, genau. Und zwar bekommt ihr damit ganze 10% Ermäßigung auf den Kurspreis. Der Gutscheincode ist GAK-Webinar-10. Und jetzt möchte ich noch die restliche Zeit nutzen, um ein paar Fragen zu beantworten. Wir haben eine Frage von Petra und Elisabeth.
Gehören Neugier und Mut auch zum Gefühlsspektrum der Angstkraft? Wohin gehören Zweifel? Ja, schöne Fragen. Neugier und Mut. Neugier ist für mich eine Haltung und das ist eine sehr hilfreiche Haltung, um sich dem Unbekannten zuzuwenden. Und ich könnte sie dem Spektrum der Angstkraft zuordnen, ja. Und das ist das Spannende, das merkt ihr vielleicht auch jetzt schon, dass wenn wir beginnen, Angst so neu zu begreifen, dann kommen da eben auch Sachen rein, wie ich am Anfang mit der Aufregung, die unter Umständen auch positiv besetzt sind. Oder jetzt wie die Neugier. Bei Mut ist es interessant. Für mich ist Mut eben nicht die Abwesenheit von Angst, sondern es ist die Fähigkeit, mit der Angst zu gehen. Und Mut hat auf jeden Fall etwas mit Angstkraft auch zu tun deshalb. Und es ist oft nicht das Einzige. Manchmal hat Mut auch was von Wutkraft, von dem Entschluss von, okay, und ich mache das jetzt. Also da kommen dann verschiedene Kräfte und Wirken zusammen. Und uns muss einfach klar sein, egal welches Wort wir verwenden, ob das jetzt Mut ist oder Neugier oder Angst oder Wut, dass die meisten Menschen dann unterschiedliche Dinge damit verbinden. Also es hängt auch von der Schattierung von Wut ab. Von Mut ab, wie viel Wut und wie viel Angst und was da noch drin steckt. Zweifel. Zweifel sind erstmal ein mentaler Vorgang, also wo ich etwas in Frage stelle. Und das ist ein sehr wichtiger Vorgang, dass ich immer wieder Dinge in Frage stelle. Und Zweifel ist aber etwas, wo wir oft bestimmte Sicherheiten in Frage stellen oder bestimmte Annahmen und damit auch unsicher werden und auch dem Unbekannten begegnen in gewisser Weise. Das heißt, Zweifel lösen oft Angst aus oder werden von Angst begleitet. Und das Vertrautsein mit Angstkraft hilft uns, gut zu zweifeln. Also zu zweifeln und da zu bleiben und ja, diesem Unwissen zu begegnen, was sich da auftut. Die nächste Frage ist von Silvia. Wie kann ich mit alte Angst umgehen, die ich gar nicht mehr spüre, die mich aber immer wieder blockiert, insbesondere in Situationen, die mit Ausdruck von Ärger und Wut von anderen zu tun hat. Meine eigenen ärgerlichen und wütenden Gefühle kann ich nur ganz selten spüren. Ja, danke für diese Frage, Silvia. Zwei Sachen. Das eine ist, wenn die Angst wirklich noch in deinem System hängt, es ist gut, dich ihr zuzuwenden und das braucht Übung. Unser System schützt uns vor den alten Gefühlen, vor den nicht gefühlten Gefühlen, die wir aus gutem Grund nicht gefühlt haben. Das heißt, diese Emotionspäckchen, wie ich sie nenne, die lagern in unserem emotionalen Rucksack. Und das ist ein Lernprozess zu lernen, wie komme ich überhaupt da dran. Und das ist auch Teil des Gefühle als Kraftkurses. Und ein wichtiger Teil des Heilungsprozesses oder Entwicklungsprozesses. Das zweite ist etwas, was du selbst schon benennst. Und zwar ist der Gefühlskompass so wertvoll in seiner Gesamtheit, weil er uns auch etwas zeigt über die Zusammenhänge zwischen den Gefühlen. Das heißt, du identifizierst, dass du ein Problem mit Angst hast. Aber eigentlich hast du ein Problem mit Wut. Und zwar nicht nur mit der Wut der anderen, sondern auch mit deiner eigenen. Dieses Gefühl ist in deinem Gefühlskompass zu wenig ausgeprägt. Und immer wenn ein Gefühl im Kompass fehlt oder schwach ist, dann wird die Funktion von diesem Gefühl von einem anderen Gefühl übernommen. Und das passiert bei dir. Das heißt, du hast Angst in Situationen, wo du eigentlich wütend sein müsstest, wo du dich abgrenzen müsstest, wo du für dich einstehen müsstest. Und weil das aber in dir zu wenig ausgebildet ist, nimmt dein System halt das nächstbeste und das ist bei dir Angst. Das ist das, was du gelernt hast. Und diese Zusammenhänge sind so wichtig, weil ganz oft verbringen wir ganz viel Zeit damit, zu versuchen, unser Angstproblem zu lösen,
Dabei haben wir per se kein Angstproblem, sondern wir haben ein Wutproblem. Aber weil die Wut uns ja fehlt und weil wir gemeinhin denken, naja, wenn negative Gefühle nicht da sind, dann ist das ja kein Problem, erkennen wir das nicht als Problem. Sondern wir schauen nur, wie kann die Angst weniger werden. Die Angst wird weniger, wenn die Wutkraft stärker wird, weil du dann sicherer bist, weil du für dich einstehen kannst, weil du dich abgrenzen kannst, weil du klar sein kannst, weil du kämpfen kannst, wenn es das braucht. Die nächste Frage ist von Kaya. Es gibt viele Situationen, in denen ich nicht der Meinung anderer bin. Ich bleibe dann stumm und starr und erstarre. Ich habe Angst vor der Reaktion der anderen. Danach bin ich häufig wütend auf mich und denke, beim nächsten Mal mache ich meinen Mund auf. Und dann passiert es genau so wieder. Wie kann ich dieses Verhalten durchbrechen? Meine Empfehlung wäre, dass du dich dieser Angst, die in diesen Situationen auftaucht, außerhalb der Situation zuwendest. Was du beschreibst, ist ziemlich eindeutig das, was ich emotionale Aktivierung nenne. Das ist der Moment, wo ein Emotionspäckchen aus deinem Rucksack aktiv wird, aktiviert wird und dich in einen Ausnahmezustand versetzt, wo du nicht mehr in der Lage bist, dich emotional zu steuern und nicht fähig bist, dich so zu verhalten, wie du dich eigentlich verhalten möchtest. Das ist genau das, was du erlebst. Und das können wir nur lösen, indem wir uns dem Emotionspäckchen zuwenden. Und dafür brauchen wir aber einen sicheren, geschützten Rahmen. Ja, ich habe es schon gesagt, meine Empfehlung ist die Praxis der bewussten Entladung. Wir befassen uns im Kurs damit und ihr könnt gerne auch mal im Online-Entladungsraum vorbeischauen und die Praxis dort kennenlernen. Jetzt kommt die letzte Frage von Katrin. Ist die Angst nicht einfach auch eine instinktive Funktion im Sinne von Kampf, Flucht, Erstarrung? Ja, ist sie. Ich unterscheide bei den Gefühlen verschiedene Arten von Empfindungen. 5 Arten von Empfindungen. Und da ist ein Bereich, sind einfach die körperlichen Empfindungen, also Berührung, Hitze, Kälte und so weiter. Der zweite Bereich ist das, was du jetzt Instinkte nennst. Ich nenne das biologische Programmierungen. Und wir haben auf dieser Instinktebene, gibt es die biologische Angst, es gibt die biologische Wut und es gibt die biologische Trauer auch. Und das ist genau das, was du beschreibst, nämlich Flucht, Kampf und Todstellreflex. Und dann gibt es aber den nächsten Bereich, und das ist das Hauptthema im Gefühle als Kraftkurs, sind eben die Gefühle als soziale Kräfte. Und die Gefühle als soziale Kräfte sind Beziehungskräfte und ich nenne die so, weil die haben sich entwickelt, als wir anfingen, in komplexeren sozialen Strukturen zu leben, als Beziehungen wichtiger wurden und als es nicht mehr ausreichte, einfach nur instinkthafte Reaktionen nach dem Reizreaktionsmuster zu haben. Also die Instinkte oder die biologischen Programmierungen, die funktionieren nach dem Reizreaktionsmuster. Das heißt, es passiert was und das löst unmittelbar eine Reaktion in deinem System aus. Also, du siehst eine Schlange und sofort gibt es so einen Schub, bevor du überhaupt drüber nachgedacht hast. Bei den Gefühlen als sozialen Kräften ist es anders. Die haben mehr mit Reflexion zu tun. Die haben mehr damit zu tun, okay, wer bin ich in Bezug zu dieser Situation? Und diese Reflexion oder diese Interpretation passiert oft unbewusst, aber sie passiert. Und da gibt es auch die Wut als Beziehungskraft, die Wut, die Trauer als Beziehungskraft, die Angst als Beziehungskraft und so weiter, die 5 Grundgefühle der Gefühlskompass. Genau, das wären jetzt die ersten 3. Die anderen 2 erwähne ich nur, sind Emotionen und Fähigkeiten und Bewusstseinszustände. Im Kurs erzähle ich dann den Rest. Gut, jetzt habe ich noch einen Punkt, den ich euch erzählen möchte. Und zwar, wir haben mit diesem Online-Kurs noch ein totales Highlight. Und zwar haben wir am Ende des Kurses die Möglichkeit, zusammenzukommen zu einem Wochenende. Wir nennen das Live Intensive, wo wir uns physisch treffen, wer möchte.
und wo ich exemplarisch mit Einzelnen arbeite auf Basis der Kursinhalte. Und das ist so super, weil wir wirklich dann so gut vorbereitet sind. Ihr habt 6 Monate gearbeitet, ihr seid tief gereist durch die Wut, die Trauer, die Angst, die Scham, die Freude. Ihr werdet ganz viel Klarheit gefunden haben, aufgeräumt haben. Und dann kommen wir zusammen und dann habe ich die Möglichkeit, nochmal ganz konkret mit euch an einzelnen Punkten zu arbeiten, während die anderen dabei sind. Und das entsteht ein sehr, sehr kraftvoller Raum für Transformation und auch für Lernen. Und es ist so eine Bereicherung für alle Beteiligten, weil wir alle, inklusive mir, so viel lernen voneinander und miteinander. Und dieses Wochenende ist nur zugänglich für Menschen, die den Gefühle als Kraftkurs gemacht haben. Das heißt, wenn du dich anmeldest, bekommst du unmittelbar danach eine exklusive Einladung, wo du dich dann für dieses Wochenende anmelden kannst. Und das findet im März 2024 statt. Alle weiteren Informationen zum Gefühle als Kraftkurs findest du auf der Kursseite. Es gibt dort auch einen Chat, wo du direkt mit dem Team Kontakt aufnehmen kannst, wenn du noch weitere Fragen hast, die jetzt im Chat nicht beantwortet werden konnten. Ja, damit ist unsere gemeinsame Zeit fast vorbei. Ich hoffe, ich konnte dir was Wertvolles mitgeben für deine Auseinandersetzung mit dem Thema Angst. Ich hoffe, ich konnte dir eine Ahnung vermitteln, einen Geschmack geben von dem, was Angst auch sein kann. Weil diese Information und diese Ahnung war für mich der Startpunkt von einer wirklich lebensverändernden inneren Reise, wo sich mein Verhältnis zur Angst grundlegend geändert hat und mein Verhältnis damit zu Risiko, zu dem Unbekannten, sich grundlegend verändert hat. Und mein Leben ist dadurch viel, viel reicher und schöner geworden und viel weiter. Der Raum der Möglichkeiten ist größer geworden und das wünsche ich dir. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo wir einfach viele Menschen brauchen, die sich wohlfühlen mit Angst, die vertraut sind mit Angst und die Angst nutzen können, um den Herausforderungen und dem Unbekannten zu begegnen, was uns bevorsteht oder was schon jetzt da ist. Und ich hoffe auch, dass ich dir ein bisschen einen Geschmack geben konnte von der Breite und Tiefe des Gefühlswissens, das ich erarbeitet habe in den letzten 20 Jahren, über 20 Jahren. Wenn du mehr dazu wissen möchtest und der Kurs gerade nicht das Richtige für dich ist, dann kann ich dir wärmstens mein Buch dazu empfehlen, Gefühle und Emotionen, eine Gebrauchsanweisung. Das war mein allererstes Buch, das ich geschrieben habe. Und das ist 2007 erschienen. Und es ist inzwischen echt so ein, für viele Menschen so ein Grundlagenwerk geworden zum Thema Gefühle, weil es halt die Gefühlskräfte definiert, Licht und Schatten, wie komme ich von einem ins andere. Und das ist auf jeden Fall ein guter Startpunkt. Wenn das Thema Emotionen für dich wichtig ist, kann ich dir das Buch Der emotionale Rucksack ans Herz legen. Und natürlich nochmal die ganz große Einladung, ausdrückliche Einladung, der Gefühle als Kraftkurs startet jetzt. Es ist eine super Chance, dich diesem wichtigen Thema mit Begleitung zuzuwenden. Ich freue mich riesig, wenn du dabei bist. Und ja, es wird bestimmt eine aufregende Reise.